Europa und wir alle, die hier leben, sind in unfassbar großer Gefahr. Und das ist nicht meine Meinung, sondern die Meinung von vielen renommierten Forschern, Wissenschaftlern und Experten, die ein und dieselbe Sache herausgefunden haben und nun eine schreckliche Vermutung für die Zukunft anstellten. Und zwar ist Europa in der unfassbar großen Gefahr, dass uns schon bald ein Super-Tsunami treffen könnte, der eine unfassbare Verwüstung anrichtet und Millionen Menschen das Leben kosten wird. Was genau dieser Super-Tsunami ist, wodurch er entsteht und warum diese Gefahr so real ist, möchte ich heute einmal in diesem Video erklären. Zunächst einmal, wir alle werden wahrscheinlich schon mal irgendwie in den Nachrichten von Super-Tsunamis bzw. normalen Tsunamis gehört haben. Diese riesigen Wassermassen, die meist nach einem starken Erdbeben sich anstauen und dann mit einer unfassbar brachialen Wucht eben Landmassen treffen. Wir alle haben dann wahrscheinlich sofort Bilder im Kopf, wie damals bei der Katastrophe in Japan 2014. Doch diese stark verwüstenden Tsunamis tauchen meistens eher in anderen Regionen der Welt auf. Solche starken Fluten sind wir eben nicht in Europa gewohnt. Doch es gibt jetzt gerade eine große Gefahr, die schon bald dafür sorgen könnte, dass eben nicht ein normaler Tsunami, sondern ein Super-Tsunami, der über 100 Meter hoch sein wird, uns treffen kann und Millionen Menschen tötet. Und der Grund dafür liegt in den Kanarischen Inseln. Ich denke, ihr werdet die Kanarischen Inseln kennen. Das ist die Inselreihe, die zu Spanien gehört, unter anderem gehört dazu La Palma. Und an sich ist La Palma eine wunderschöne Insel und ähnlich wie Hawaii wurde sie erschaffen durch Vulkanismus, der im Untergrund herrschte. Ein Vulkan, der dort entstand und immer wieder Lava ausspuckte, sorgte dafür, dass eben diese Insel sich immer und immer weiter bildete und immer größer wurde. Im Gegensatz zu Hawaii ist der Vulkan auf La Palma allerdings ein wenig aggressiver. Während auf Hawaii die Gesteinsmassen sich meistens langsam Schicht für Schicht bilden, gibt es auf La Palma immer wieder starke Eruptionen, die teilweise mit einer unfassbaren Gewalt vorgehen und neue Landmassen aus dem Boden reißen. Soweit so gut, erstmal nichts Besonderes, nichts, was wir nicht schon über Vulkane gehört haben. Doch der Vulkan in La Palma hat eine große Besonderheit, die vielen Forschern Sorgen bereitet. Unter anderem dem Professor an der Universität London namens Professor Bill Maguire. Denn er hat sich mit genau diesem Vulkan in La Palma genauestens beschäftigt und dabei eben eine Sache bemerkt, die Grund zur Sorge bietet. Und zwar gibt es bei dem La Palma Vulkan ein gigantisches Gesteinsstück, das vor einigen Jahrtausenden bereits ein Stück abgesunken ist und nun in der Gefahr ist, bald in den Ozean zu krachen. Und wenn ich von einem gigantischen Stück Gestein rede, dann meine ich auch wirklich gigantisch. Dieses riesige Stück Land, das eben durch den Vulkan erschaffen wurde, wiegt über 1 Milliarde Tonnen. Und dieses Stück Land wird gerade eben nur sehr schwach am Rest des Vulkans festgehalten. Professor Bill Maguire sagte so zum Beispiel laut seiner Hypothese, die von vielen anderen Forschern unterstützt wird, dass es in der Zukunft zu einer weiteren Eruption dieses Vulkans kommen kann. Wenn sich weitere Gase in dem Vulkan anstauen und es dazu nochmal zu einem explosionsartigen Ausbruch kommt, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass diese riesige, nur leicht gehaltene Gesteinsmasse anfängt, den Halt zu verlieren. Man kann jetzt schon einen gewaltigen Riss eben zwischen dieser Gesteinsschicht und dem Rest des Vulkans bemerken und ein weiterer stärker Ausbruch oder ein stärkeres Erdbeben würde bereits ausreichen, dass diese Gesteinsschicht, die über 1 Milliarde Tonnen schwer ist, eben von dieser Wand abfällt und direkt in den Ozean mit über 200 km/h hineinfällt. Das bedeutet also, wenn diese riesige Gesteinsschicht in den Ozean hineinfallen würde, dann würde sie eine gigantische Masse an Wasser verdrängen. Und diese verdrängte Masse an Wasser ist eben genau das große Problem, vor dem Maguire warnt. Maguire sagte so nämlich, dass diese Wassermassen sich aufstauen werden. Direkt dann, wenn eben die Gesteinsmasse in den Ozean reinfällt, wird ein riesiger Turm aus Wasser sich erheben, weil eben ja das Wasser durch die Gesteinsmasse verdrängt wird, und dieser Turm wird seine Energie immer und immer weiter durch den Ozean geben. Und diese Energie, die immer und immer weiter durch den Ozean wandert, zwar ein bisschen abgeschwächt wird, aber immer noch eine brutale Gewalt besitzt,
wird dann nicht nur Europa und Afrika treffen, sondern tatsächlich auch die Ostküste der USA. So gewaltig ist die Kraft von eben diesem Erdrutsch. Sogar in den USA würde es dann einen Tsunami geben. Und dieser Tsunami ist eben genau das, was Forscher einen Super-Tsunami nennen. Eine Welle, die Erdmassen wie jetzt zum Beispiel Europa treffen wird und die über 100, teilweise über 150 Meter hoch sein soll. Diese gigantische Welle könnte dann eben die Küste Portugals, Spaniens, aber auch noch andere Gebiete wie Großbritannien oder auch Deutschland treffen. Und wenn eben dieser riesige Tsunami uns treffen würde, Europa treffen würde, dann hätten wir keinerlei Möglichkeit, uns irgendwie dagegen zu schützen. Es gibt keinen Weg, eine so große Welle irgendwie zu vernichten, dass sie sich auflöst und uns doch nicht trifft. Das bedeutet also, wenn diese Gesteinsschicht, die durchaus in der Gefahr ist abzubrechen, wirklich in den Ozean fallen würde, dann würde dieser gigantische Tsunami auf uns zurollen und alles vernichten. Das Ganze klingt jetzt extrem beängstigend und man denkt, dass so etwas wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist. Doch tatsächlich gab es in der Vergangenheit schon mehrere solcher Vorfälle, wo genau das stattgefunden hat. Zum Beispiel der letzte, wo genau das passierte, war im Jahr 2018. Dies war der sogenannte Sunda Strait Tsunami. Dieser Tsunami entstand ebenfalls, weil von einem nahegelegenen Vulkan ein riesiges Stück Gestein abgebrochen und in den Ozean gerutscht ist. Die dabei verstoßenen Wassermassen bewegten sich dann auf umliegende Gebiete, kleinere Inseln und so zu und überschwemmten diese komplett. Glücklicherweise war das Gesteinsstück, welches damals abgebrochen war, noch relativ klein im Vergleich zu den Gesteinsmassen, von denen wir in La Palma sprechen. Trotzdem hatte der damalige Tsunami so eine Zerstörungskraft, dass hunderte Menschen ihr Leben verloren hatten. Das bedeutet also, solche Vorfälle, wo Gesteinsmassen Tsunamis auslösen, kommen immer und immer und immer wieder vor. Doch nun müssen wir eben uns Sorgen machen um die Zerstörungskraft von La Palma. Denn wie gesagt, dieser Tsunami würde in Europa Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Menschen umbringen. Und in den USA würde das Ganze ähnlich aussehen. Zwar wäre der Tsunami, diese riesige Flutwelle, schwächer in den USA, als sie zum Beispiel in Europa ist, aber auch Regionen wie beispielsweise Florida würden höchstwahrscheinlich zu großen Teilen zerstört werden, wenn der Tsunami denn trifft. Wir müssen aber natürlich einmal davon sprechen, wie wahrscheinlich ist es, dass es zu diesem Vorfall kommt? Wie wahrscheinlich ist es, dass wir einen Super-Tsunami erleben werden? Und Professor Bill McGuire sagte eben genau dazu, dass es eine 100%ige Chance gibt, dass das passiert. Er ist sich zu 100% sicher, soweit seine Tests und Hypothesen ergeben, dass wir irgendwann in der nahen Zukunft mit ansehen werden, wie eben diese Gesteinsmasse hinunterstürzt in den Ozean. Er sagte dazu, dass es schwierig ist, ein genaues Datum dran zu setzen, wann es denn passieren wird. Er sagt, es kann in 2 Jahren passieren, es kann in 20 Jahren passieren, es kann aber auch rein theoretisch in 200 Jahren passieren. Wir reden aber, laut seinen Aussagen, nicht von einem Vorfall, der in der weit entfernten Zukunft stattfinden wird, sondern schon in den nächsten Jahrzehnten bis wenigen Jahrhunderten. Genau dann kann es soweit sein, dass die Gesteinsmassen sich lösen. Und wenn sie sich lösen, dann gibt es auch keine Möglichkeit, dass dieser Tsunami nicht entsteht. Dies ist faktisch belegt. Das Einzige, was man hoffen kann, wenn es denn soweit ist, ist, dass wir Glück haben und es nicht zu einem automatischen Abfall dieser gesamten Gesteinsmassen kommt. Ihr müsst euch das Ganze einmal so vorstellen. Stellt euch vor, es gibt eben dieses starke Erdbeben, diesen starken Ausbruch beim Vulkan in La Palma. Wenn dieser Ausbruch kommt, könnte es hoffentlich passieren, dass nicht diese gesamte gerissene Steinsschicht hinabstürzt, sondern sie sich selbst aufsplittet. Sprich, kleinere Teile lösen sich erstmal von der riesigen Gesteinsschicht und rutschen hinab in den Ozean und verdrängen dabei ihre Wassermassen. Wenn diese kleineren Gesteinsstücke hinunterstürzen, werden sie ebenfalls wahrscheinlich für kleinere Tsunamis sorgen, aber die Gefahr eines Super-Tsunamis wäre daraufhin erstmal gebannt. Die Gefahr ist wirklich nur dann existent, wenn die ganze Gesteinsschicht als solches hinabstürzen würde. Man kann aber nicht sagen, wie wahrscheinlich das Ganze ist. Es ist genauso wahrscheinlich, dass sie nochmal sich in kleinere Teile zerbrechen wird vorher, wie dass sie es nicht tut. Allgemein tappen Wissenschaftler, was das angeht, derzeit im Dunkeln.
Ich kann euch leider auch keine genaue Antwort geben, ob die Gefahr wirklich da ist. Viele Leute sprechen davon, dass so ein Vorfall extrem selten ist. Erstmal müsste es ja zu einem Vulkanausbruch in La Palma kommen, die treten schon nicht allzu häufig auf. Und dann müsste dieser Vulkanausbruch auch noch so stark sein, diese Explosion so kräftig sein, dass die Gesteinsmassen sich lösen würden. Und dann müssten die Gesteinsmassen sich auch noch im Ganzen lösen und dürften nicht Stück für Stück langsam hinunterbrechen. Es sind also viele Hätte, Wäre, Wenn, Aber und Vielleichts, die wir hier haben. Wir können nicht mit Sicherheit sprechen. Wenn es passiert, wird das Ganze auf jeden Fall bemerkt werden. Und wenn man eben bemerkt, es gibt diesen Ausbruch oder ein Ausbruch steht an, der dafür sorgen könnte, dass die Gesteinsschicht hinabstürzt, dann kann man sich sehr sicher sein, dass die Regierung in Europa versuchen wird, möglichst viele Menschen zu retten. Das heißt, die betroffenen Küstengebiete, vor allem Spanien, Portugal und Co., würden daraufhin evakuiert werden, um die Menschen zu retten. Natürlich würde die Zerstörung trotzdem vieles vernichten, Infrastruktur, ganze Städte würden verwüstet werden. Aber zumindest könnte man wahrscheinlich Menschenleben retten. Das ist auf jeden Fall die große Bedrohung für Europa, die wir derzeit haben. Eine Bedrohung, die nicht nur rein eine Hypothese ist, sondern wirklich eine echte Gefahr, mit der wir uns auseinandersetzen müssen und für die wir irgendwie in der Zukunft Lösungen finden müssen. Ich wollte euch dieses Thema einfach gerne mal nennen, weil ich es super interessant fand. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.